So, mit Angst habe ich es nicht. So, es muss Spaß machen, locker sein und dann fährt man auch besser. Der Dieter ist wahrscheinlich einer der ersten richtigen Surfer in ganz München. Der hat an der Floßländer angefangen vor... Hab's schon vergessen. Ich glaube, über 30 Jahre. Wir waren Brettelfahren. Das heißt, Brett am Seil, Griff und dann rechts, links im Fluss. Aber wir wussten noch nicht, dass man surfen kann. Wir sind immer so über diese Welle, so drüber und plötzlich haben wir gemerkt, dass das Seil durchhängt von unserem Brett und das Brett wie von selber auf dieser Welle steht. Und haben uns sehr gewundert, was das jetzt ist, ob wir irgendwie hier unter Wasser festgehalten werden oder ob da irgendwelche magischen Kräfte da ihr Spiel treiben. Und haben dann eben gemerkt, hey, hier kann man ja irgendwie auch ohne Seil. Ein Freund von mir, der kam mit einem selbstgemachten Surfbrett an und stand dann ohne Seil auf dieser Welle und wir konnten es nicht glauben. Und damit war das Surfen geboren. Arthur Pauli war der erste Surfer im Fluss in München. Ob es jetzt irgendwo auf der Welt schon andere gab, weiß ich nicht.